Boa noite a todos. Hallo, herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einer weiteren Folge von unserer Reihe Tropical Underground. Das ist unsere Lecture- und Filmreihe. Wie Sie vielleicht schon kennen, haben wir im Oktober diese Reihe angefangen zu brasilianisches Kino, insbesondere Cinema Marginal. Wir freuen uns sehr, hier diese Reihe weiterzumachen. Wir freuen uns sehr, dass so viele gekommen sind, trotz Wetter und trotz aller anderen Veranstaltungen, die heute in der Stadt sind, weil wir heute eine sehr besondere Film und einen sehr besonderen Gast haben. Wir haben hier Martin Schleser. Ich kann es so schlecht aussprechen. Schlesinger. Zu Gast, der uns über den Film O Bandido da Luz Vermelha, The Red Light Bandit, sprechen will. Wie Sie vielleicht schon wissen, wir haben dieses Format, wo wir zuerst den Vortrag haben, dann eine kleine Pause, wo Sie auch noch Getränke hier vorne zur Verfügung haben. Und nach dieser kleinen Pause machen wir weiter mit dem Film. Heute zeigen wir den Film mit englischen Untertiteln. Der Vortrag wird auf Deutsch sein, nur das schon so von Anfang an geklärt zu haben. Und ich freue mich sehr auf den weiteren. Wir gehen schon nächste Woche weiter mit dieser Reihe. Am 7. Dezember mit der nächsten Folge von Tropical Underground. Deswegen freue ich mich sehr, wenn Sie auch weiterkommen zu dieser Reihe. Vielen Dank. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Es ist mein Privileg, den heutigen Redner kurz vorzustellen. Zunächst aber möchte ich Sie noch auf etwas hinweisen. Sie kennen alle diesen Flyer und das schöne Bild, das ihn ziert, von einer Mumie, die uns filmt, und dem Herrn, der daneben steht. Der Herr, der daneben steht, ist Ivan Cardoso, der Regisseur des letzten Films, den wir in dieser Reihe gezeigt haben. Die Mumie ist die Mumie, und der Fotograf dieses Bildes ist Eduardo Viveros de Castro, der Ethnologe und Fotograf. Und wenn Sie dieses Bild in einer etwas größeren Fassung und einem schöneren Abzug sehen möchten, dann müssen Sie einfach nur zwei Türen weitergehen ins Weltkulturmuseum Labor, wo noch bis zum 11. März die Ausstellung Variationen des wilden Körpers von Eduardo Viveros de Castro zu sehen ist. Und da sehen Sie auch eine ganze Reihe von Fotografien, die aus dem Zusammenhang des Cinema Marginal stammen, bei dem Viveros de Castro als Drehbuchautor und Stammbildfotograf eine gewisse Rolle gespielt hat, wobei Stammbild eigentlich der falsche Ausdruck ist, weil nämlich die Bilder, die er da gemacht hat, Teil der Performance sind. Stefan Solomon hat im Vortrag vor The Mummy oder O Segredo da Mumia ja Ausschnitte gezeigt aus dem Film von Ivan Cardoso über Elio Chisica, den Performance-Künstler. Und es gibt eine ganze Reihe von Fotografien in der Ausstellung, die aus diesem Zusammenhang stammen. Die Ausstellung, die eben auch Teil von Tropical Underground ist, sei Ihnen hiermit herzlich ans Herz gelegt. Und das ist der letzte Werbepitch, den ich noch loswerden will. Demnächst wird endlich unsere Website funktionstüchtig sein. Und die Website ist nicht nur ein Ankündigungsorgan für die verschiedenen Veranstaltungen der Tropical Underground-Reihe, sondern auch ein Archiv, eine nachhaltige Dokumentation dessen, was wir hier so machen. Sie werden auf der Website, die hoffentlich morgen endlich vollständig nutzbar ist, dann auch Videoaufzeichnungen der Vorträge von Eduardo Viveros de Castro und der großen Diskussion finden, die wir vorletzte Woche geführt haben mit Viveros de Castro im Musanturm über dieses zentrale Motiv der Menschenfresserei, der Anthropophagie, die das eben für den ganzen Komplex der brasilianischen Gegenkultur nach 1968 zentral ist. Der Angriff des Marginalen auf das übrige Kino, Martin Schlesinger variiert, Alexander Kluge. Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, heißt es bei Kluge. Ich war besonders begeistert, als ich diesen Untertitel gelesen habe, weil ich gedacht habe, Martin hat genau verstanden, worum es uns geht.
um das kritische Potenzial des Marginalen, um den Film eben auch als Medium der Exploration von gesellschaftlichen Alternativen. Andererseits war ich dann, als ich den Untertitel gelesen habe, natürlich auch wieder nicht überrascht, dass ein Untertitel dieser Präzision und Genauigkeit uns hier geliefert wurde. Martin Schlesinger ist jemand, den ich lange kenne, und wir verteilen eine brasilianische Vergangenheit, wenn man so will. Wir waren nämlich mal zusammen als Gastdozenten in Belo Horizonte tätig. Ich als zugewanderter, Martin Schlesinger schon damals als Spezialist für brasilianisches Kino und als derjenige in unserer Reisegruppe, der als einziger so tun konnte, als wäre er Brasilianer, weil er die Sprache akzentfrei sprach. Was daher rührte, dass er während seiner Studienzeit in Weimar an der Bauhaus-Universität, wo er Medienkultur studiert hat, einen längeren Studienaufenthalt schon in Belo Horizonte eingelegt hatte und dort seine Leidenschaft für das brasilianische Kino entdeckt hatte. Und diese Leidenschaft geht sehr tief und macht ihn zu einem der großen Spezialisten für diesen reichen Bestand der Kinogeschichte im deutschen Sprachraum und eben auch zu einer der Personen, die wir vertrauensvoll um einen Vortrag zum Cinema Marginal bitten konnten, weil er sich auch da sehr gut auskennt. Martin ist Autor, Filmemacher. Ich habe gerade erfahren von dem Buch, das ich aus lauter Ignoranz verpasst hatte letztes Jahr, das Buch über die 100 wichtigsten Dinge der Welt. Genau, ne, die 100 wichtigsten Dinge. Das ist ein Bestseller, habe ich gehört. Aber das ist nur ein Teil seiner Arbeit, sondern er ist eben auch Filmemacher und Autor und schließt in wenigen Wochen seine Dissertation zum brasilianischen Kino ab. Bereits seine Magisterarbeit war eine Arbeit zum brasilianischen Kino gewesen, 2008 erschienen. Das ist sehr rar, dass Magisterarbeiten publiziert werden, aber bei sehr guten kommt es vor. Das Brasilien der Bilder hieß dieser Band und die Doktorarbeit geht über Raumkonzeption im brasilianischen Kino und wird eben in buchstäblich wenigen Wochen abgeschlossen werden. Sobald dieser Vortrag vorbei ist, schreibt er das Schlusswort. Und dann kommt zum Abschluss der Reihe schon das Buch raus, hoffen wir. Begrüßen Sie gemeinsam mit mir Martin Schlesinger. Vielen Dank, dass du hier gekommen bist, Martin. Boa noite. Vielen lieben Dank für diese herzliche Begrüßung. Vielen Dank, Laura, vielen Dank, Vinzenz, und vielen Dank an das Filmmuseum hier, diese Möglichkeit, in dieser wunderbaren Reihe reden zu dürfen. Es hat wahrscheinlich noch keine derartige umfassende Auseinandersetzung mit dem Tropikalismus und mit dem Cinema Marginal in Deutschland gegeben, vor allem auch eine Reihe, in der all diese illustren und wichtigen, berühmten Persönlichkeiten aus Brasilien beordert werden, um hier vorzusprechen. Wir werden heute über O Bandido da Luz Vermelha sprechen und über das Cinema Marginal in Brasilien selbst. Soweit ich das recherchieren konnte, gab es 2010 die erste größere Auseinandersetzung mit Rogério Scancella und seinen Arbeiten im Itaú Cultural in São Paulo. Das nur, um zu sagen, um Ihnen zu zeigen, das ist alles eine Sache, die noch sehr aktuell ist, noch nicht abgeschlossen. Also selbst in Brasilien ist das Cinema Marginal nicht etwas, was schon so zu den Akten gelegt ist, sondern das ist eine Sache, die von Verwandten, von bekannten Filmemachern vorangetrieben wird. Es ist in Brasilien nicht so selbstverständlich, dass das Filmerbe von staatlichen Institutionen bewahrt wird. Also es gibt natürlich Institutionen wie die Cinemathek in São Paulo, aber es ist alles nicht selbstverständlich und mit sehr viel persönlichem Engagement dieser Leute und Verwandten eben auch verbunden. Für mich persönlich ist es eine sehr große Ehre, hier reden zu dürfen zwischen all diesen vielen tollen brasilianischen Gästen. Da sind einige Persönlichkeiten dabei, die seit Jahrzehnten mit dem nationalen Kino sich auseinandersetzen, Teil dieser Bewegungen waren, um die es hier auch geht.
und welche die brasilianische Filmkultur und auch die Filmwissenschaft aktiv prägen und das nicht nur marginal. Und wenn Sie in den kommenden Wochen und Monaten diese Veranstaltungen besuchen, dann werden Sie unweigerlich auch zu Rogerio Scancella Experten. Wenn Sie ins Programm schauen, dann werden Sie merken, Fernau Hamus ist eingeladen, ein sehr wichtiges Buch hat Herr Hamus geschrieben, über das Cinema Marginal, 1987 erschienen. Im April kommt Stephanie Dennison und spricht über Amoliachi Todos, Everybody's Woman von Scancella. Und im Mai kommt dann die wunderbare Schauspielerin und Regisseurin Helena Ignez und spricht über Copacabana, Mon Amour. Helena Ignez war die Partnerin und Wegbegleiterin von Scancella und eine der großen Musen und auch Sexsymbole des brasilianischen Kinos, das Cinema Novo und das Cinema Marginal. Und sie hat alle ästhetischen Brüche des brasilianischen Kinos miterlebt und sie wird auch heute in diesem Film in der Rolle der femme fatale Janet Chain zu sehen sein. 2010 hat sie unter dem Titel Luz nas Trevas, Licht in der Dunkelheit, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, also die Rückkehr des Rotlichtbanditen, einen zweiten Teil dieses Films veröffentlicht, der nach einem Drehbuch, auch auf einem Drehbuch ihres Mannes basiert. Und aktuell, 2017, hat sie den Film A Mossa do Calendario, basierend auf einem Drehbuch von Scancella, veröffentlicht. Aber auch Ismael Xavier, der im Januar hier sein und über den Regisseur Glauber Rocha sprechen wird, ist eine wichtige Referenz, da er Scancella seit den 60er Jahren, also quasi von Beginn an kannte und in seiner einschlägigen Publikation Allegories of Underdevelopment, Aesthetics and Politics in Modern Brazilian Cinema auch ausführlich über ihn und diesen Film geschrieben hat. Das ist ein Buch, das auf Englisch erschienen ist und das Sie vielleicht, falls Sie das weiter interessiert, auch im Netz noch finden und bestellen können. Sie sehen also, es werden in der nächsten Zeit noch einige Persönlichkeiten kommen, die Ihnen über die Filme hinaus noch privatere, persönlichere Details zu Rogerio Scancella erzählen werden können. Ich werde O Bandido da Luz Vermelha nun mit weniger persönlichen, aber mit einigen kontextualisierenden, filmhistorischen Anmerkungen einführen, wobei ich zum einen nicht weiter auf die späteren Filme von Scancella eingehen werde. Da müssen Sie in den nächsten Monaten nochmal kommen. Zum anderen möchte ich auch nicht schon zu viel über diesen Film selbst verraten, weil ich Ihnen nicht Ihre eigene Seherfahrung zu sehr vorbelasten möchte. Aber wir haben ja auch im Anschluss noch Zeit, über diesen Film dann zu sprechen und zu diskutieren. Ich möchte Ihnen also kurz etwas über Scancellas Werdegang erzählen und über seine Auseinandersetzung mit dem nationalen wie internationalen Kino der damaligen Zeit. Und darauf eingehen, inwieweit dieser Film als der Beginn einer neuen Epoche eines marginalen Kinos beziehungsweise einer neuen Epoche des brasilianischen Films überhaupt betrachtet werden kann. Und dann schließlich noch ein paar Anmerkungen zur besonderen Ästhetik und zu diesem großen Referenzkosmos dieses Films zu machen. Bei diesem Film handelt es sich zweifellos um einen der wichtigsten brasilianischen Filme. Das kann man nicht nur daran erkennen, dass er damals sehr erfolgreich im Kino lief und bereits kurz nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1968 einige nationale Preise gewann und später sogar von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, sondern vor allem auch an der Rolle, die er in der Filmkritik und in akademischen Publikationen einnimmt. O Bandido da Luz Vermelha ist ein wichtiger Film, da er einen Übergang darstellt bzw. als ein filmisches Ereignis den Startpunkt eines neuen brasilianischen Kinos markiert. Und dieses Kino wird in zahlreichen Publikationen als Cinema Marginal bezeichnet. Diese Einordnung eines marginalen Kinos, die ich und wir hier mit dieser Reihe vornehmen, fühlt sich auf eine gewisse Weise falsch an, da Scancella seinen Film damals unter anderem mit der Motivation drehte, eine neue Erzählweise und eigene Bilder gegen ein zu ernstes und ein zu akademisches Kino zu realisieren. Und diese Haltung gegen ein bestimmtes intellektuelles Kino und gegen die dazugehörige Ernsthaftigkeit wird bereits in seinem ersten Kurzfilm Documentario von 1966 sichtbar bzw. hörbar. Hierbei handelt es sich um seine erste Arbeit vor dem Bandido. Obwohl der Titel Documentario, also Dokumentarfilm, lautet, zeigt der 10-Minüter einen fiktiven und nachvertonten Dialog zwischen zwei namenlosen Jugendlichen, die um 3 Uhr mittags durch die Straßen von São Paulo spazieren. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, sprechen über Geld- und Frauengeschichten, aber vor allem darüber, in welchen Film sie gehen könnten.
Dabei wird im Gespräch, aber auch durch Kinoplakate, das Spektrum der Filme dieser, der damaligen Zeit erahnbar. Es wird über diesen Film mit den Beatles gesprochen, vermutlich Hard Day's Night, über den neuen Hitchcock oder über Samuel Fuller. In einem Kino ist ein Plakat vom Dritten Mann zu sehen mit Orson Welles. In einem anderen Howard Hawks, Alphaville, Jerry Lewis, Western-Horrorfilme. Und die beiden Männer überlegen, ob sie sich nicht einen Farbfilm im CinemaScope-Format anschauen könnten, da sie quadratische Schwarz-Weiß-Filme mittlerweile satt haben. Zugleich kritisieren die Jugendlichen sehr pauschal die ausländischen Produktionen. Im letzten amerikanischen Film war nur eine Szene gut, in russischen und in italienischen Filmen könne man sich gar nicht mehr anschauen und sowieso laufe immer nur das Gleiche. Dabei ist dieser Film auch humorvoll selbstbezüglich, wenn gesagt wird, dass in den aktuellen Filmen nur geredet wird, aber ansonsten nichts passiert. So eben wie in diesem Film. Und es wird ersichtlich, dass die beiden auch im Filmgeschäft arbeiten, da der eine vom anderen wissen möchte, wie es um seinen Dokumentarfilm für das argentinische Fernsehen stehe. Und daraufhin bittet der Gefragte, lass uns über etwas anderes als über das Kino sprechen. Kino ist eine zu ernste Sache geworden, worauf der andere wiederum meint, aber über was sollen wir denn sonst hier sprechen in São Paulo? Und so endet der Film mit einer Reflexion über das Filmemachen in São Paulo, über die Schwierigkeiten, durch den Film eine bestimmte Atmosphäre der Stadt einzufangen, sowie über die hohen Kosten der Postproduktion, wobei auch Namen von offensichtlich aktiven Filmschaffenden genannt werden. Und es wird gesagt, dass man aufhören müsse, den Stil der Nouvelle Vague zu importieren und dass es Mut erfordere, einen Film zu machen, wenn man vorher noch nie einen gedreht hat. Dieser Kurzfilm Documentario ist insofern ein Dokumentarfilm, da er in vielen Einstellungen Alltagsszenen des urbanen Lebens in São Paulo festhält, aber vor allem, weil er eine Sammlung von Kinos, Fassaden, Schaufenstern des Programms von Filmplakaten präsentiert. Der Film dokumentiert zugleich auch einige Aspekte, die für das ganze Jahr für folgendes Filmschaffen fundamental waren, beziehungsweise welche seine darauffolgenden Filme prägten. Und das wären erstens eine gewisse Haltung gegen dem ausländischen Importkino, aber auch gegenüber einem bestimmten intellektuellen Kino, welches das ausländische Arthouse-Kino, wie zum Beispiel die Nouvelle Vague, nur imitiert, aber nichts Neues erschafft. Zweitens eine Vorliebe für bestimmte filmische Referenzen und Regisseure wie Samuel Fuller, Orson Welles oder Jean-Luc Godard. Und drittens ein bestimmter Collage-Stil in der Montage der Bilder. Das heißt, es werden Bilder unterschiedlicher Medien montiert, die einen Eindruck der damaligen Medienkultur vermitteln, wie Zeitungen, Zeitschriften, Comics oder Plakate. Viertens lässt sich der Film als ein kontinuierliches akustisches Flanieren an fortlaufender nachvertonten Stimmen beschreiben, die nicht synchron zu den Bildern verlaufen, sondern sich auch von diesen ablösen und ein Eigenleben entfalten. Und fünftens zeichnet sich Documentario eben durch eine gewisse dokumentarische Ästhetik aus, durch welche Nebensächlichkeiten das urbane Leben, Passanten auf den Straßen, der Verkehr und oftmals auch aus dem Auto im Vorbeifahren herausgefilmt Alltagsszenen gezeigt werden. Wie viele innovative Filmemacher der brasilianischen Avantgarde war Scansella damals sehr jung und gerade mal 22 Jahre alt, als er 2 Jahre später, 1968, seinen ersten Spielfilm O Bandido da Luz Vermelha präsentierte. Im Alter von 15 Jahren war er nach São Paulo gekommen, wo er regelmäßig, so die Legende, die Cinemathek besuchte und bereits mit 17 Jahren Filmkritiken für die Zeitung O Estado de São Paulo, die älteste Tageszeitung in Brasilien, schrieb. Genauer gesagt für das Supplemento Literario do Estadão, hier ein Artikel aus dem Jahr 1964 über Godards Die Geschichte der Nana S. Wie Sie sicherlich wissen, ist dieser Werdegang vom Filmkritiker zum Regisseur für einige bekannte Filmemacher kein ungewöhnlicher. Außergewöhnlich erscheint mir, dass in Brasilien einige junge brasilianische Filmemacher ohne praktische Vorbildung aus einem eigenen Kunstwollen beziehungsweise aus einem expliziten Avantgarde-Wollen heraus bereits mit ihren ersten Filmen wegweisende Werke der brasilianischen Filmgeschichte produzierten. So Mario Peixoto, der im Alter von 23 Jahren Limite drehte, sein erster und einziger Film, wobei er von Sigvard Wertow und Serge Eisenstein, aber auch vom deutschen Expressionismus inspiriert wurde. Oder Glaube Hoscher übernahm mit 23 Jahren die Regie seines ersten Films Barravento und drehte 2 Jahre später Gott und Teufel im Land der Sonne,
Deus Ex Machina und Terra del Sol, der unter anderem vom italienischen Neorealismus und vom Montagestil Eisensteins beeinflusst ist. Im Falle von Obangido oder Luz Vermelha sind es, wie bereits angedeutet, nun mehrere nationale und internationale Faktoren, die Scanzerla zum eigenartigen Stil seines Filmdebüts inspirierten. Ein wichtiger Einfluss in Brasilien war das sogenannte Cinema Novo, das neue brasilianische Kino, das etwa zeitgleich mit anderen filmischen Wellen wie der französischen Nouvelle Vague oder dem neuen deutschen Film ab Ende der 1950er Jahre aufkam und vor allem in den 1960er Jahren wichtige Filme hervorbrachte. Filmgeschichtlich ist das Cinema Novo weiterhin die dominanteste brasilianische Bewegung, die auch in vielen der wenigen deutschen Publikationen über den brasilianischen Film ausführlich besprochen wird. Und hier nur eine kurze Auswahl, vielleicht auch für diese Reihe interessant, von Peter W. Schulze, Strategien kultureller Kannibalisierung. Vor ein paar Jahren erschienen auch von Peter W. Schulze und Peter B. Schumann. Ich glaube, Hoscher erst Kultur aus Amerika Latina. Also viele Publikationen, sind weniger in Deutschland, aber viele handeln eben vom Cinema Novo und vor allem auch von Glauber Hoscher, der bekannteste Filmemacher dieser Zeit, hat mit seinen Werken einen bestimmten Stil und in zahlreichen Schriften und mit zahlreichen Kritiken eine politische Haltung des Cinema Novo vorgegeben, die bis heute Grundlage für viele akademische Arbeiten ist. In seinem Manifest Estetica da Fome, Ästhetik des Hungers, beklagte sich Hoscher 1965, dass europäische Beobachter das Elend Lateinamerikas nicht als ein tragisches Symptom wahrnehmen, sondern die Armut als ein rein ästhetisches Objekt konsumieren. Dadurch, dass die Lateinamerikaner den Europäern ihren Hunger nicht richtig vermitteln, so Hoscher, könnten diese das Elend auch nicht richtig verstehen. Um dieses Problem zu lösen, entwarf Hoscher ein kinematografisches Programm für einen Kampf mit filmischen Waffen, für eine revolutionäre Ausdrucksweise, die er als Ästhetik der Gewalt bezeichnete und mit der er, jetzt sehr verkürzt gesagt, das brasilianische Volk im und durch das Kino erschaffen wollte, weil es seiner Meinung nach fehlte. Und hier nochmal ein Verweis auf den Vortrag von Vinzenz Hediger, der auch zuletzt über das Manifest der Futuristen gesprochen hat und wo es auch ja um diese Frage ging, also wie werden durch Manifeste Völker geschaffen. Wer sich dafür mehr interessiert, kann ich das Buch des französischen Filmphilosophen Gilles Deleuze empfehlen, der sein zweites Kinobuch, wo er auch über Glauber Hoscher und diese Frage schreibt, also wie wird ein Volk erschaffen durch das Kino. Das nur als Fußnote. Das Filmen sozialer Probleme war geradezu die einzige Existenzberechtigung für die Regisseure des Cinema Novo. Im Mittelpunkt standen die Darstellung des Kontrasts zwischen Arm und Reich, gewaltsame Konflikte, die Menschen in Armut zu lösen haben, die Auseinandersetzung mit dem durch die Sklavenkultur geprägten Rassismus und die Religiosität der armen Bevölkerung. Mit diesen Motiven sind im Cinema Novo gewisse ästhetische Vorstellungen verbunden und so hat Hoscher beispielsweise 1964 mit Deus Ex Machina na Terra do Sol das brasilianische Hinterland, den sogenannten Sertão, in Anlehnung an neorealistische Strategien mit Handkamera in einem blendenden, kontrastreichen Schwarz-Weiß-Licht ohne Filter porträtiert, wodurch das harte Leben in diesem Gebiet für den Kinozuschauer auch sinnlich erfahrbar gemacht werden sollte. Das Cinema Novo war damals international auf Festivals durchaus erfolgreich und Glauber Hoscher gewann auch einige Preise. Hier ein kleiner Hinweis, 2016 gewann Cinema Novo, dieser Film von Erik Hoscher, der Sohn von Glauber Hoscher, den Preis des besten Dokumentarfilms in Cannes. Ein Film, den ich nur sehr empfehlen kann, wenn Sie sich mehr für Cinema Novo interessieren. Vielleicht auch bald im Filmmuseum. Im eigenen Land blieb der größere Erfolg für das Cinema Novo jedoch aus und der Wunsch, durch das Kino ein Volk zu erschaffen oder zumindest zu erreichen, scheiterte an den Kinokassen, die nur ein paar Namen bekannter Cinema Novo-Filmemacher. Die Filme des Cinema Novo kamen nicht bei der breiten Masse an und die kinematografische Revolution blieb aus. Und selbst Glauber Hoscher wendete sich 1971, in dem Jahr, in dem er aufgrund der Militärdiktatur Brasilien verlassen musste und ins Exil ging, wendete sich Hoscher von seinem Projekt eines sozialen und politischen Kinos ab. Und das auch nur eine Fußnote, das tat er wiederum in einem Manifest mit dem Titel Estetica do Sonho, Ästhetik des Traums, woraufhin er auch experimentellere Filme drehte, ein traumhafteres Kino machte und man könnte sagen, dass er da dann auch auf gewisse Weise marginaler wurde.
Dennoch dominierte das Cinema Novo auch über die 60er Jahre hinaus den intellektuellen Diskurs über das brasilianische Kino. Doch die Grenzziehungen zwischen den Regisseuren des Cinema Novo und des Cinema Marginal fällt im Falle einiger Filme nicht leicht, denn beide Bewegungen zeichneten sich auf ihre eigene Weise durch ein marginales Dasein aus, was die Produktion und die Distribution anging. Und auch hinsichtlich der Stile und Narrationen lassen sich einige Gemeinsamkeiten feststellen. Beide Bewegungen produzierten kein industrielles Kino, sondern relativ günstige Filme, die mit wenig technischen Möglichkeiten gedreht wurden. Beiden ging es um die Erschaffung eines originären brasilianischen Kinos, das sich programmatisch gegen das ausländische Importkino, vor allem gegen das aus Hollywood, richtete. Und in beiden Strömungen versuchten Autorenfilme aus spärlichen, oft privaten finanziellen Mitteln und mit wenigen technischen Möglichkeiten eigene Ästhetiken zu entwickeln. In einigen Filmen lässt sich feststellen, dass beide Bewegungen ähnliche Motive verfolgten und gerne Geschichten von Außenseitern erzählten, beziehungsweise von Bevölkerungsgruppen und Milieus am Rande der Gesellschaft oder in ihrem Untergrund. Und zum Teil lässt sich dabei auch eine ähnliche Verzweiflung der Protagonisten und ein ähnlicher Rausch und Todestrieb der Helden feststellen. Zum Beispiel, wenn man die beiden Filme Terra in Transi, Land in Trance und Obangido vergleicht, über Terra in Transi, da wird im Januar Ismael Xavier über diesen Film sprechen und da werden Ihnen dann sicherlich einige Gemeinsamkeiten auffallen. Beide Bewegungen erschufen, wie bereits erwähnt, eigene Referenzkosmen mit Bezügen zum internationalen Kino, vor allem zum europäischen Autorenfilm, aber es tauchten auch amerikanische Genremerkmale auf, die brasilianisiert und kannibalisiert wurden, dabei oft auch parodisiert wurden, wie zum Beispiel das Western-Genre und hier nochmal ein Verweis auf das Buch von Peter W. Schulze, der hier in einem Kapitel der Tropicalismo als Neo-Anthropophagismo auf Odragao von Glaube Hoscher eingeht und hier explizit darauf eingeht, inwiefern das Western-Genre und der Showdown umgestaltet, kannibalisiert wird. Im Falle von Hoscher und Scanzella gibt es einige ästhetische Gemeinsamkeiten. Beide waren unter anderem Anhänger von Oswald Giandragi und seiner Idee einer künstlerischen Anthropophagie, eines kulturellen Kannibalismus, über den Vinzenz Hediger ja schon einige Dinge noch gesagt hat. Und da empfehle ich auch nochmal das Video über Macunha Ima und über seines Vortrags. Ein persönlicher Tipp ist der Film von Glaube Hoscher, Chi Cavalcanti. Hier werden Sie auch viele Gemeinsamkeiten zum heutigen Film feststellen, was die Montage, das Bild-Ton-Verhältnis angeht, der Umgang mit unterschiedlichen Medien, mit Malerei, mit Nachrichten. Dieser Film ist offiziell noch verboten, aber man kann ihn auf YouTube noch finden, nur als kleiner Sehhinweis. Hoscher und Scanzella waren zudem familiär verbunden, da sie beide mit der Schauspielerin Elena Ines verheiratet waren, mit der sie ihre ersten Filme drehten und auch Kinder zeugten, die heute auch als Filmemacherinnen und Schauspielerinnen tätig sind. Wenn nun aber Hoscher in den 60er Jahren nach einer politischen revolutionären Ästhetik suchte, begann Scanzella seine Karriere in einem Umfeld in der Metropole São Paulo, wo junge Filmemacher ein anderes, neues Kino erschaffen wollten. In einem Text aus dem Jahr 1969, anlässlich der Veröffentlichung des Films Everybody's Woman, A Mulher de Todos, wird Scanzellas Haltung gegen dieses zu politische akademische Kino deutlich. I will never deliver clear ideas, eloquent speeches or classically beautiful images when confronted with garbage. I will only reveal through free sound and funereal rhythm our own condition as ill-behaved colonized people. Within the garbage can, one must be radical. Whence my love for Brazilian cinema, as it is, poorly made, pretentious, and without redeeming aesthetic illusions. Crushed and exploited, the colonized can only invent their own suffocation. The cry of protest emerges from the abortive mise-en-scene. No one can think purely and aesthetically on an empty stomach. After all, my films are above all obvious self-criticism that intellectuals could never understand. My films are their defects. My films are exactly that which their production could not achieve, and that I could never film because, as everyone knows, Brazilian cinema is the greatest precisely because it is impossible. Wenn also Glaube Hoscher mit seiner Ästhetik des Hungers bzw. durch eine Ästhetik der Gewalt das harte Leben der armen Brasilianer vermitteln wollte, so zog Scanzella aus der prekären Situation der Unterentwicklung andere Schlüsse und proklamierte ein defizitäres Kino, das seine Nähe zum Müll nicht kaschieren sollte.
Diese Idee einer Ästhetik des Abfalls wurde zum zentralen Programm für Scanciela, der selbst jedoch nur Teil einer größeren kinematografischen Entwicklung war, die sich Ende der 60er Jahre in der Metropole São Paulo vollzog. Auch wenn dieses aufkommende Kino Cinema Marginal getauft wurde, so muss man betonen, dass die Filmemacher selbst nicht als einheitliche Gruppierung und Bewegung auftraten und sich auch nicht absichtlich als marginal bezeichneten oder sich nicht bewusst marginalisierten. Auch sie wollten ihre Filme in Kinosälen zeigen und bestenfalls kommerzielle Erfolge erzielen. Für das marginale Kino tauchten auch andere Bezeichnungen auf. Ich glaube, Hoscher nannte es Uchigruchi in Anlehnung an den amerikanischen Underground, oder Jairo Ferreira nannte es Cinema de Invenção, also Kino der Erfindung. Doch die Bezeichnung Marginal setzte sich durch, vor allem aufgrund des Filmes A Margin von Oswaldo Candeias aus dem Jahre 1967, der als ein Vorreiter des Cinema Marginal gesehen werden kann. A Margin, das Ufer, erzählt die Geschichte von vier Personen in einer Favela am Rande des Flusses Chieté, der durch den Bundesstaat São Paulo fließt, wobei die ersten 50 Minuten des Films überwiegend aus einem subjektiven Kamerablick die Ankunft einer Frau an diesem Flussufer zeigen, wodurch dem Zuschauer gewissermaßen die Marginalität seines eigenen Blicks auf diese Menschen bewusst wird. Und dieser Fluss Chieté ist auch im Bandido zu sehen. Aber auch der kreative Schmelztiegel, die Stätte der Konspiration und der Produktion der neuen Filmemacher aus São Paulo, zeichnete sich durch eine lokale Marginalität aus. Denn in São Paulo versammelten sich die Filmschaffenden ab Ende der 60er Jahre in einem Stadtteil, der offiziell als Boca do Lixo, als Müllmund, bezeichnet wurde. Dieser Müllmund war eine Region im Bairro Luz, also im Stadtteil Licht, in der Nähe des gleichnamigen Bahnhofs zwischen der Rua do Triunfo und der Rua Vitoria, eine etwas gefährlichere Zone, die seit den 90er Jahren auch als Cracolandia bekannt ist, als Crackland, eine der weniger wohlhabenderen Gegenden São Paulos. Hier waren vor allem Nachtclubs, Prostitution und auch die organisierte Kriminalität ansässig, aber es gab eine Bar bzw. ein Restaurant mit dem Namen Soberano, also Herrscher oder Souverän, in der sich Regisseure, Produzenten, aber auch technisches Filmpersonal sowie Journalisten, Studenten einer nahegelegenen Filmschule trafen. In São Paulo hat es Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre einige Versuche gegeben, industrielle Filmstudios zu errichten, wie die Studios Veracruz, Maristella oder Multifiumis. Teils waren diese Produktionsfirmen in Bahnhofsnähe, um eine schnellere Distribution der Filme zu ermöglichen. Doch alle Versuche, eine nachhaltige Kinostruktur aufzubauen, scheiterten und so mussten die Studios nach nur wenigen Jahren aufgrund von finanziellem Misserfolg schließen. Durch diese Produktion gab es jedoch neben den Filmneulingen wie Scanciela auch unterschiedliche professionelle, arbeitssuchende Filmschaffende in der Stadt, die auch teils aus purem Idealismus und für wenig Geld arbeiteten. Die 1960er Jahre waren international aufgrund unterschiedlicher politischer Vorkommnisse nicht nur kinematografisch ereignisreiche Zeichen. Die Filmemacher aus São Paulo mussten sich ab 1964 nun zum einen mit der Militärdiktatur arrangieren, zum anderen suchten sie nach Wegen, wie sie der dominanten amerikanischen Popkultur und der ausländischen Kulturindustrie eigene Produktionen entgegensetzen konnten, vor allem für ein junges brasilianisches Publikum. Dabei war den neuen Regisseuren das konservative, autoritäre und zensierende Regime auch behilflich, da es 1966 das Instituto Nacional de Cinema gründete, eine Institution, die in den Filmmarkt intervenierte und protektionistisch die Produktion sowie die Distribution von brasilianischen Filmen im In- und im Ausland förderte. Ab 1970 wurde dieses Institut dann mit den gleichen Zielen vom staatlichen Unternehmen Embra Filme abgelöst. Und Hauptinteresse des Staates lag darin, vor allem in der filmischen Dokumentation und der Modernisierung des Landes, sowie in Propaganda und Bildung. Im Dezember 1968 verschärfte das Militärregime die Kontrolle und die Zensur durch den Ato Institucional Número 5, durch den die Presse, das Fernsehen, Musik, Kino und Theater schon aufgrund kleinster Gründe und mit vagem Verdacht zensiert werden konnten, wenn eine Subversion der Moral oder der guten Sitten festgestellt wurde. Während ein politischer Autorenfilmer wie Glaube Hoscher ins Exil gehen musste, weil er sich in der Öffentlichkeit und auf internationalen Festivals zu sehr gegen die Diktatur positionierte, so fanden die Filmemacher aus São Paulo eine filmische Nische, die ihnen der Staat gewährte und in der es zugleich keine Konkurrenz auf dem brasilianischen Markt gab.
Und diese lukrative Nische waren erotische Filme bzw. erotische Komödien unterschiedlicher Genres. Ich kann ja nicht zu lange auf diese gesamte Entwicklung des erotischen Kinos des Boca do Lixo eingehen, das ab Ende der 60er Jahre aufkommt, in den 70er Jahren seinen kommerziellen Höhepunkt erreicht und dann Anfang der 80er Jahre endet. Hier nur ein Verweis auf das Buch Boca do Lixo, Cinema, a Classis Populares von Nuno César Abreu. Aber ich möchte einige Aspekte dieser Entwicklung benennen, die nun auch für das Cinema Marginal und Obangido da Luz Vermelha wichtig sind und die aufzeigen sollen, in welchen Strömungen dieser Film entstand, beziehungsweise was für einen Stil er selbst auch erst geprägt hat. Nach Nuno César Abreu lässt sich das Kino des Boca do Lixo auf eine simple Formel reduzieren. Erotik, lockende Filmtitel, niedrige Kosten. Viele Regisseure aus São Paulo konnten mit diesem einfachen Rezept und ihren billig produzierten B-Movies den Geschmack einer größeren Masse treffen und ein populäreres brasilianisches Kino erschaffen, das an den Kinokassen Gewinne erzielte. Dies gelang durch ein kommerzielles Kino der Imitation, das heißt, man orientierte sich an erfolgreichen internationalen Produktionen und an Genres, die mit einfachen Mitteln brasilianisiert und ästhetisch kannibalisiert wurden. Beliebt waren zum Beispiel der Spaghetti-Western, Krimis, Kung-Fu und Actionfilme. Dabei spielte oftmals Gewalt eine wichtige Rolle, wenn es um marginale Schurken und Antihelden ging. Doch anders als im Cinema Novo handelte es sich nicht um eine politische widerständige Gewalt, sondern um eine schlichte Provokation durch Gewaltexzesse. Wichtiges Merkmal war dabei die Parodisierung, das heißt ein humorvoller und ironischer Bruch mit Genre-Elementen, die in einem brasilianischen Kosmos übertragen wurden. Und zusammen mit der Erotisierung entwickelte sich das kommerziell erfolgreichste brasilianische Filmphänomen, die Pornochanchada. Mit diesem Begriff wurden ab den 1970er Jahren unterschiedliche Genres mit erotischen sowie komischen Elementen zusammengefasst. Und hier noch ein Verweis, kurz auf Obangido folgten dann Filme wie As Libertinas oder O Pornografo, die so als die ersten Filme dieser Pornochanchada gesehen werden können. Es gab aber bereits ab den 1966er, 67er Jahren gab es einige Filme, leichte erotische Komödien, As Cariocas, Grota de Ipanema, natürlich der Song bekannt. Ein wichtiger Begriff, der dabei in der Literatur auch immer auftaucht, ist Cafajeste. Und es taucht auch in der Literatur manchmal die Bezeichnung auf Cinema Marginal Cafajeste. Cafajeste kann man vielleicht mit Dreckskerl, Scheißkerl, mieser Typ übersetzen. Also es sind alles Filme, in denen es darum geht, dass Männer irgendwelche Dinge mit Frauen machen, sie ins Bett bekommen wollen und das nicht gerade frauenfreundlich. In ihrem Aufbau war die Pornochanchada zum einen von italienischen Episodenkomödien beeinflusst, meistens drei Episoden, zum anderen von der Chanchada, den populären, billig produzierten brasilianischen Komödien der 40er, 50er Jahre. Obwohl hier der Begriff Porno auftaucht, handelt es sich nicht um pornografische Werke, sondern vielmehr um Geschichten, welche erotische Situationen, Verführung, Voyeurismus und Sinnlichkeit zur Schau stellten und den weiblichen Körper ins Zentrum des Spektakels rückten und natürlich hauptsächlich für einen männlichen Blick. Hier ein kleines Fundstück, ein sehr arbiträres Fundstück, 1975, Adriano Stuart, Der weiße Hai, hier Bacalhau, also Kabeljau. Sehr schönes Plakat. Die Kritik sah an der Pornochanchada vor allem einen unpolitischen Eskapismus, der kulturell wertlos und zudem misogyn, sadistisch, konservativ und patriarchal war. Wohlwollendere Stimmen meinten, dass es sich dabei um eine verspiegeltere Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und mit ihren sexuellen Erfahrungen sich handle. Diese erfolgreichen Komödien wurden jedoch erotischer verkauft, als sie es letztendlich waren, und so wurden schließlich auch explizite pornografische Produktionen zum Problem für die Pornochanchada, als Anfang der 1980er Jahre amerikanische Hardcore-Produktionen auf den brasilianischen Markt kamen und die brasilianischen Filmemacher darauf keine Antwort fanden und auch qualitativ nicht mit diesen Produktionen mithalten konnten. Obwohl der Begriff Pornochanchada von der Kritik und der Presse abwertend für alle möglichen Filme unterschiedlicher Genres verwendet wurde, bildeten sich mit diesem Etikett einige kommerziell erfolgreiche Kennzeichen heraus, die Sie gleich auch in Obangido da Luz Vermelha entdecken können.
Das wäre erstens die Etablierung von Klischees und Stereotypen, wie Figuren, die immer wieder auftauchten, also der männliche Eroberer, der Kafajeschi, die begehrte Jungfrau, die unbefriedigte Hausfrau, der affektierte Homosexuelle oder die Prostituierte. Zweitens gelang es dem Cinema Marginal und dem Boca do Lixo Kino, ein Starsystem zu etablieren, insofern einige Darstellerinnen als Sexsymbole eine Popularität erreichten, die mit der von anderen Darstellerinnen und Fernsehstars auch vergleichbar war. Und so entwickelten sich im Untergrund auch Karrieren, die bis heute andauern, zum Beispiel von Elena Iñez oder auch von Sonja Braga, die 1968 gerade mal 18 Jahre alt war und in diesem Film in ihrer ersten Rolle als ein Opfer des Banditen zu sehen sein wird. Drittens war bei all den Genre-Referenzen, den Stereotypen und den schönen Frauen die Kohärenz der Geschichten oftmals nicht so wichtig. Die Filme zeichneten sich nicht selten durch fragmentarische, episodenhafte Erzählweisen aus, bei denen auch die Dialoge manchmal eher nebensächlich wurden. Dabei war die Nachvertonung der Filme ein weiteres Kennzeichen. Zum einen wurden neben dem bloßen Nachsynchronisieren von Dialogen oft auch Voice-Over-Stimmen eingesetzt, zum anderen wurden auch gerade bei erotischen Szenen zusätzliche Geräusche eingebaut, zum Beispiel wie das Stöhnen bei Sexszenen oder ja, weitere Quietschgeräusche oder sowas. Geräusche, die eine akustische Nähe schaffen sollten, die Bilder oftmals selbst gar nicht besaßen. Und wenn Sie spätere Filme von Scansella schauen, wird das auch sehr schön parodisiert. Also wenn man dann Sexszenen sieht, wo die Personen gar nicht mehr miteinander schlafen, aber man hört trotzdem irgendwie ein Stöhnen im Ton und ein Quietschen. Auch die Verwendung von Musik ist interessant, da das Geschehen oft über den Soundtrack ironisch kommentiert wurde. Teils vermittelte der Soundtrack auch populäre, kitschige Musik, wurde der Geschmack des Regisseurs oftmals auch vermittelt. In anderen Fällen wurde auch klassische Musik eingesetzt, um gerade einen Bruch zwischen E- und U-Musik, E- und U-Kultur zu erzeugen. Damit wären wir schon jetzt bei einigen Aspekten, die auch das Kino von Rogério Scansella und O Bandido da Luz Vermelha betreffen. Mit diesem Film beleuchten wir den Anfang des Cinema Marginal und dieses kommerziellen Kinos des Boca do Lixo. Der kinematografische Stadtteil taucht hier als Heimat und Kulisse des Banditen zum ersten Mal in einem Film prominent auf. Die Legende besagt, dass Scansella aufgrund seines Kurzfilms Documentario zum Filmfest nach Cannes eingeladen wurde und auf dem Rückweg wieder zurück nach Brasilien an Bord eines Schiffes in einer brasilianischen Zeitung vom echten Bandido da Luz Vermelha erfuhr. Und da er gerade an einem Drehbuch schrieb mit einem ähnlichen Kriminellen, entschloss er sich, seine Geschichte der Aktualität dieser Persönlichkeit anzupassen und den Bandido da Luz Vermelha in sein Drehbuch zu integrieren. Der Einbrecher, Vergewaltiger, Mörder João Acácio Pereira da Costa bekam diesen Spitznamen Bandido da Luz Vermelha aufgrund eines amerikanischen Kriminellen namens Carol Chessman, der bei seinen Taten eine rötliche Lampe bei sich trug, ein Kennzeichen, das der brasilianische Kollege übernahm. Offiziell soll Pereira da Costa 88 Delikte, 77 Einbrüche und 2 Morde begangen haben, dazu 2 Raubüberfälle und 7 Mordversuche. Vermutlich hat er dabei mehr als 100 Frauen vergewaltigt, die jedoch nie Anzeige erstatteten und angeblich, so liest man, schickten ihm sogar einige Opfer noch Karten und Blumen ins Gefängnis. Er wurde am 9. August 1967 gefangen genommen. Er wurde zu 351 Jahren, 9 Monaten und 3 Tagen Gefängnis verurteilt, kam aber am 26. August 1997 nach 30 Jahren frei. Bei Wikipedia liest man, dass er dann auf eine bestimmte Weise berühmt war, sich immer rote Sachen anzog und auch Autogramme gab, wobei er dann bei seinem Autogramm immer nur Autogramm geschrieben hat. Und 4 Monate später wurde er in einem Barstreit mit einem Gewehr erschossen. Aber wer ist dieser Rotlichtbandit? Diese Frage stellt sich im Film nicht nur die Polizei, sondern beständig auch der Bandit selbst. Quem sou eu? Wer bin ich? Diese Frage, die gleich ganz am Anfang gestellt wird, lässt sich zugleich auf den Film selbst übertragen. Was ist das für ein Film, den wir hier sehen? Es wird schnell klar, es geht hier nicht um ein simples Who done it, Quem foi, sondern um eine existenziellere Frage nach der Beschaffenheit dieses Kriminellen, dieses Eo, dieses Ich, das auch im Bild auftaucht. Also hier oben sieht man dieses Eo in den Koffer hineingeschrieben.
Es ist eine Frage nach einem krisenhaften ästhetischen Subjekt, das aus verschiedenen Kommentaren, medialen Brüchen und filmischen Referenzen erschaffen wird. Vom Beginn an werden die vielschichtigen, identitätssuchenden Bilder des Films von einer akustischen, mehrstimmigen und auch musikalischen Radiophonie zusammengehalten. Wir sehen leuchtende Laufschriften, Zeitungsmeldungen, religiöse Symbole, Ausschnitte anderer Filme. Und wir hören ein mehrstimmiges Voice-Over mit der Stimme des Banditen sowie den Stimmen zweier Radiosprecher, einer Frau und eines Mannes, die von der Suche nach der Identität des Kriminellen erzählen und ihn dabei auch erst erschaffen. Scansella selbst hat während der Dreharbeiten des Films ein Manifest mit 13 teils sehr bruchstückhaften Paragraphen verfasst, durch welches die fragmentarische Struktur und die Instabilität dieses Kinos, wie er das selbst nannte, schon beim Lesen regelrecht erfahrbar werden. Von diesem Manifest mit dem Titel Cinema fora da lei, also gesetzloses Kino, konnte ich keine Übersetzung finden und weshalb ich es abschließend in einer eigenen Übersetzung vortragen möchte. Und Sie werden sehen, dass es sich dabei weniger um ein Manifest handelt, mehr um eine Auflistung von Referenzen und Vorbildern. Mein Film ist ein Western über die dritte Welt, das heißt Fusion und Mischung mehrerer Genres. Ich habe einen Film der Addition gemacht, einen Western, aber auch ein Musical, Dokumentarfilm, Krimi, Komödie oder Shanshada und Science Fiction. Vom Dokumentarfilm die Aufrichtigkeit, Rossellini, vom Krimi die Gewalt, Fuller, von der Komödie der anarchische Rhythmus, Sennett und Keaton. Vom Western die brutale Vereinfachung der Konflikte, Mann. Obangido der Luz Vermelha verfolgt die Polizei, während die Bullen metaphysische Reflexionen anstellen, über Einsamkeit und Nichtkommunizierbarkeit meditieren. Wenn eine Figur nichts tun kann, dann vermasselt sie es. Orson Welles lehrte mich, die Politik nicht vom Verbrechen zu trennen. Kurze Fußnote dazu, wenn Sie sich mehr mit Scansella auskennen. Rogerio Scansella war ein großer Orson Welles-Fan, das werden Sie auch im Film bemerken, was die Radiostimmen angeht, was das Ende angeht. Er hat insgesamt 4 Filme Orson Welles gewidmet, beziehungsweise es gibt 4 Filme, die auf dem nicht zu Ende gestellten Brasilien-Projekt von Orson Welles aus dem Jahre 1942 basieren, mit dem Titel It's All True. Viertens, Jean-Luc Godard hat mich gelehrt, alles zum halben Preis zu filmen. Aber nicht nur das, wenn Sie den Film gleich sehen werden, werden Ihnen einige Referenzen sicherlich auffallen, zu Außer Atem oder auch Pierre Roulefou. Durch Glaube Hoscher lernte ich das Guerilla-Kino kennen, das auf weiten Einstellungen basiert. Fuller war derjenige, der mir gezeigt hat, wie man das traditionelle Kino durch die Montage demontiert. Der Filmemacher des Exzesses und des Verbrechens, José Mujica Marins, zeigte mir die wütende Poesie der Schauspieler von Brass, seine dekadenten Schauplätze und seine scheinbar banalen Dialoge. Mujica und das japanische Kino haben mich gelehrt, wie man frei ist und gleichzeitig akademisch. Hier, darauf wurde auch im letzten Vortrag kurz eingegangen. Mujica Marins war auch in der Mumie auch zu sehen. Der einsame Murnau hat mich gelehrt, vor allen Travelings die fixe Einstellung zu lieben. Es ist notwendig, das Geheimnis des Kinos von Luis, Poet und Agitator Buñuel zu entdecken, Würgeengel. Dabei niemals Hitchcock, Eisenstein und Nicholas Ray vergessen. Denn was ich wirklich machen wollte, war ein magischer und skrupelloser Film, dessen Figuren erhaben und ungebildet sein sollten, wo die Dummheit vor allem die geheimen Gesetze der unterentwickelten Seele und des unterentwickelten Körpers enthüllen sollte. Ich wollte das Panorama einer deliranten Gesellschaft erschaffen, bedroht durch einen einsamen Verbrecher. Ich wollte diesen Sprung wagen, weil ich verstanden habe, dass ich das Mögliche und das Unmögliche in einem unterentwickelten Land filmen musste. Meine Figuren sind alle auf unbrauchbare Weise ungebildet, wie in mehr als 80% des brasilianischen Kinos. Von der tragischen Dummheit des Corisco zum Unsinn des Boca Giuoro, Set do Cajão und den Ausgestoßenen vom Bahavento. Ich filme das Leben des Bandido da Luz Vermelha, so wie ich die Wunder von Johannes dem Täufer, die Jugend von Marx oder die Abenteuer von Chateaubriand erzählen könnte. Er ist ein guter Vorwand, um über das Brasilien der 60er nachzudenken. In diesem Gesellschaftsbild erfassen Politik und Kriminalität Figuren aus der oberen und der unteren Welt.
Ich musste hier in São Paulo ein gesetzloses Kino machen, weil ich im Ganzen einen Beitrag zum befreienden brasilianischen Film leisten wollte, der auch in den Panoramaaufnahmen, in der fixen Kamera und den trockenen Schnitten revolutionär ist. Ausgangspunkt unserer Filme muss die Instabilität des Kinos sein, wie auch unserer Gesellschaft, unserer Ästhetik, unserer Lieben und unseres Schlafes. Deshalb ist die Kamera unentschlossen, der Ton flüchtig, die Charaktere ängstlich. In diesem Land ist alles möglich und deshalb kann der Film jederzeit explodieren. Und somit wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung und bestenfalls schöne Explosionen. Ja. Wer bin ich und was ist das für ein Film? Das sind die beiden Fragen, die du auch im Vortrag gestellt hast. Du hast das Manifest von Rogério Scancella zitiert und da spricht er ja von einer Explosion des Kinos oder von einem Auseinanderbrechen des Kinos. Beim Schauen ist mir zunächst aufgefallen, dass es eigentlich dann doch eine relativ große Kohärenz gibt und dass es durchgängige Elemente gibt, die den Film als Ganzes dann doch irgendwie schon zusammenhalten. Also zunächst mal ist das ja ein Montagekunststück, mit dem wir es zu tun haben, und zwar nicht nur auf der Ebene des Bildes, sondern auch auf der Ebene des Tones. Es gibt im Übrigen auffällige Parallelen in dieser Hinsicht zu Cardosos O Segredo da Mumia, der ja auch mit nicht nur Found Footage, sondern kompiliertem Soundtrack operiert und sehr viel vom Tempo und vom Rhythmus des Films wird über Tonvorwegnahmen, Tonweiterführungen, Einkopieren von Musikfragmenten hergestellt. Und da geht ja das Spektrum bei diesem Film von klassischer europäischer Kunstmusik über Julio Iglesias-mäßige Nachtclub-Songs bis hin zu afrikanischer Musik. Am Ende bei diesen Slum-Szenen hat man das. Und es gibt diese Konfiguration mit der männlichen und weiblichen Sprecherstimme, die eine Art quasi journalistischen Diskurs anschlagen. Also einerseits das Format des Fernsehens aufrufen, dann auch wieder das der Wochenschau, also eine Art journalistische Perspektive auf das Geschehen, auf die Geschichte, auf die Figur entwickeln und doch zugleich auch immer wieder ins Poetische wegfallen. Also das ist auch eine literarische Konstruktion, mit der wir es zu tun haben. Also auch wenn der Film auf den ersten Blick nicht diesen Eindruck macht, würde ich sagen, das ist eine ziemlich kohärente und konsequent gearbeitete Sache, mit der wir es hier zu tun haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich glaube, es ist beides. Mhm. Ich glaube, also was man im Manifest schon sieht, wusste sehr genau, was er da machen will, wen er da reinpacken möchte, was er da zitieren möchte. Und dafür ist das einfach auch zu gut gearbeitet. Das ist nicht zufällig. Also das ist sehr gut konstruiert. Der hat da ein Drehbuch gehabt und das kann man auch nachlesen. Also dieses Drehbuch, und da ist wirklich genau aufgeführt, wie man da was zusammenmontiert. Wenn man den Film schaut, dann ist es natürlich irgendwie ein Rausch. Also es ist ein Rausch der Reportage und ein Rausch der Referenzen. Und ich glaube, diese Explosion, die entsteht irgendwo dazwischen. Also zwischen einerseits Avantgarde-Kino schaffen wollen, und das geht dann nur durch ein sehr klares Strukturieren von den Referenzen. Andererseits aber auch das irgendwie wieder sprengen. Und ich glaube, dieses Eo und dieses Ich, was ja auch der Filmemacher ist, also das filmische, nicht nur dieser Film, sondern es ist auch Scancella irgendwie selbst. Ich glaube, das ist gerade diese Unentschlossenheit. Also einerseits will er alles sprengen, andererseits kommt er dann doch nicht drum herum, eben seine ganzen Referenzen aufzurufen und dann wirklich alles da reinzupacken, was ihm irgendwie wertvoll ist. Also nicht nur in Brasilien, sondern im internationalen Kino. Ja. Ja, es hat schon so eine Dringlichkeit des Erstlings, eines Regisseurs, der nicht weiß, ob er jemals einen zweiten Film machen kann.
Du hast auf das Verhältnis zur Nouvelle Vague hingewiesen. Also einerseits gibt es da eine Ermüdung und andererseits ist das natürlich, was wir gesehen haben, ist schon ein Film, der sehr stark beeindruckt ist von vor allem vom frühen Godard. Das wirkt da schon auch immer noch nach. Aber es gibt, dann würde ich sagen, du hast das auch zitiert im Vortrag, diesen einen Einsatz, auf den es ihm ankommt und von dem der Film auch lebt, das ist die Ästhetik des Mülls, also der Garbage. Und wenn man so will, ist ja die erste Szene, die hat was Poetologisches. Ne? Also wo das Personal, die Mittel, die Waffen, die armen jungen Männer auf der Müllhalde gezeigt werden und es wird der Rhythmus des Films eingeführt und das ist sowas wie auch eine klassische literarische Technik, nicht? Ein Einführungssegment, in dem die Struktur und die Verfahrensweise des Werks vorgestellt wird. Also, ja, also gerade der Anfang ist nicht, dass du das noch mehr ausführen kannst. Ja, also ich das ist irgendwie ein sehr, sehr reichhaltiger Müll, also wenn man all diese Fragmente oder das Marginal an sich überhaupt als Müll bezeichnen möchte. Aber also gerade diese Anfangsszene ist natürlich in Bezug zu Glaube Hoscher und zum Cinema Novo. Also ich glaube, er zeigte erstmal also diese Heimat des Banditen und diese Favela. Das ist natürlich das Kino gemeint auch. Also das sind die Filme, die davor kamen, also die Sorge um die armen Menschen, also die Cinema Novo-Filmemacher sind ja gerade zu diesen Orten gegangen, um Filme wie Cinco Veces Favela, wo es gerade um diese Bevölkerung ging. Und ich glaube, er fängt da damit an und das ist ein Ausgangspunkt, um zu zeigen, von da an starte ich jetzt. Genau, es ist gewissermaßen eine Schubumkehr oder eine Richtungsänderung, nicht? Also, genau, er macht es eigentlich auch weiter und ich, also die, vielleicht muss man noch so ein bisschen weiter ausführen, also das Ziel vom Cinema Novo war ja immer so ein Erlösungsversprechen, also dass die arme Bevölkerung am Ende zum Meer kommt, also es gibt diesen Certain Mar Mythos, also aus Certain vai vira mar, Omar vai vira Certain, also das Hinterland wird zum Meer und das Meer wird zum Hinterland, also eine Umwälzung aller Verhältnisse, die ging es, glaube ich, Hoscher, bei ihm ist es was Apokalyptisches, also er fängt eigentlich bei der armen Bevölkerung an und kreiert dann am Ende ja, kommen dann die UFOs und das ist natürlich irgendwie eine filmische Apokalypse, die er dann da vermischt mit diesen sozialen Bildern, also die als Repräsentation eben dieses Sozialen gesehen werden müssen. Also es ist kein naives mehr, ich gehe da in die Favela rein und dann zeige ich, wie das Leben da ist oder ich versuche politisch widerständig zu sein und dann zu zeigen, wie da Konflikte gelöst werden zwischen armen und reichen Menschen, sondern er geht eigentlich von filmischen Bildern aus und ja, versucht dann da irgendwie am Ende so eine, es ist ein Rausch, es ist eine Trance, also es hat ja auch irgendwas Karnevaleskes am Ende. Ja. Also es ist eine Vermischung eigentlich der Referenzen und da gibt es kein Ziel mehr. Also da geht es wirklich dann um den Rausch und ich glaube, das ist auch dann damit gemeint mit diesem Garbage, dass es da keine Unterscheidungen dann irgendwie mehr gibt und die Filme sind eben dieser Defekt. Also man kann eigentlich, also es ist einerseits sehr referenzlastig und man kann da Godard drin finden, man kann Orson Welles drin finden. Andererseits sucht er ja danach irgendwie so diesen filmischen Rausch irgendwie zu einem zu bieten in der Seherfahrung, in der Kinoerfahrung. Ja klar, also ich meine, das ist ein Film, der nicht auf die Anspielungen angewiesen ist, um seinen Rhythmus zu finden oder seine Wirkung zu haben. Ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, aber es gibt einen Moment, wo, also vielleicht fast die böseste Kritik an Glauber Rocha ist dieser Moment, wo des Verrats und der Verhaftung, wo auch die Elena Ines so die Treppe runterkommt und da steht neben dem Ausgang gewissermaßen als Gaffer der Gangaceiro aus im Gott und Teufel im Land der Sonne, nicht? Also die emblematische Glauber Rocha ländliche Gangster aufständischen Figur, der steht da als Komplize des Populisten. Und das ist ja, also ich habe das als Denunziation des Cinema Novo gelesen. Ich weiß nicht, ob du das auch, ja, also das ist einerseits auch, ich glaube, er hatte eine große Bewunderung für Glauber Rocha.
Also das ist auf jeden Fall das Kino, mit dem man sich auseinandergesetzt hat. Andererseits will er es natürlich brechen. Und das ist dieser Cangaceiro ist dann einfach nur noch vielleicht auch Inventar. Also ist ja auch interessant, wie dieser Film manchmal einfach so kleine Ideen auch hat. Also die dann irgendwie so, da läuft eine Frau vorbei mit einem Koffer und dann fällt da so eine Schlange raus oder so. Und ich glaube, das sind so viele Bilder, die irgendwie auch so fragmentarisch auseinanderfallen. Und ja, also ich glaube, da sind mehrere Versuche drin, glaube Hoscher irgendwie zu beseitigen, zu beerdigen. Ja, genau. Und ich noch eine letzte Anmerkung, bevor wir die Diskussion öffnen, mir erlauben darf. Ich meine, der letzte Akt des Films, das letzte Drittel des Films ist ja sehr stark bestimmt einerseits natürlich von der Präsenz von Eliane Inés und andererseits von der Figur des populistischen Politikers, der dann wiederum auch erinnert an die Figur des Wenceslao Pietro Pietra in Macunaíma, der auch so eine fette, allesfressende, rücksichtslose, amoralische Figur ist, den es auch irgendwie zu besiegen gilt, aber der dann eben so seine Art populistische Präsenz den Film durchwirkt. Und das, also da gibt es schon eine Analogie auch in den Erzählungen. Also die Macunaíma hat ja auch ein Identitätsproblem, beziehungsweise ist er ein Shapeshifter und einer, der eben diese Gegensätze umkehrt und unterläuft. Und das ist beim Rotlichtbanditen in gewisser Weise auch so. Die Analyse, auf der der Film in gewisser Weise basiert, dass die Politik des Cinema Novo nicht funktionieren kann, also es reicht nicht ins Land zu gehen und schon kehrt sich die Welt um, führt dann in die populistische Aporie. Ja, das ist die, so habe ich diese Figur gelesen. Und das gibt in der Tat auch rückblickend dem Macunaíma-Plot nochmal eine andere Lesart. Also das ist ja bei Macunaíma im Roman von Mario de Andrade angelegt. Die Figur gibt es in dieser Form, aber die Interpretation im Film ist dann natürlich auf die Politik der späten 60er Jahre bezogen. Und da gibt es eine auffällige narrative Parallele. Ja, die gibt es bis heute. Also wenn Sie sich Land in Trance, Terra in Transe anschauen, da gibt es diese Figur des Politikers. Also hier ist diese Figur ja nicht zu unterscheiden. Also das Gangster, Politiker, was auch immer. Also der Trump, nicht? Ja, Trump-Figur. Aber diese Figur, auch diese Fernsehaufzeichnung ist sehr interessant. Ich weiß nicht, wer Tropaci, Elici, Elite Squad gesehen hat. Da gibt es auch diese Figur, dieses Dicken. Oder wenn man mal in Brasilien war und Fernsehen geschaut hat, da gibt es Brasil Urgente. Da gibt es einen Nachrichtensprecher, der ist genau so. Also, und der stellt sich dann hin und dann werden dann, weiß nicht, so immer im Loop, wird dann eine Minute Fernsehmaterial gezeigt von irgendwie, das sind irgendwie arme Leute auf der Straße, die wollen irgendwas. Und dann, was wollen die da? Haben wir einen Kameramann? Geh mal einen Kameramann hin. Der muss doch mal zeigen, was da los ist. Die armen Leute, die wollen doch da, dass was passiert. Geht mal da hin. Komm, wir müssen uns um die armen Leute kümmern. Und das ist unschaubar. Also man wird wahnsinnig, wenn man es anschaut. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass das ein Programm schon, ich weiß nicht, Brasilianer hier vielleicht, wie lange es das schon gibt. Und also dieses Sensationsfernsehen ist sehr präsent in Brasilien. Und diese Figur ist insofern dann auch wirklich aus dem Leben gegriffen und gar nicht so lustig, wie man denkt. Also ist gar nicht so eine ironische Figur. Also ist eine sehr, meine aktuelle Situation in Brasilien, muss man ja nichts dazu sagen, hier wahrscheinlich. Das ist genauso ein Typus wie die Klischees der Figuren. In Amerika heißt dieses Fernsehen Fox News. gibt es Fragen aus dem Publikum? Jemand? Hello, my name is Everton, I'm from Brazil, and it's not a question, it's just I want to say that it was a pleasure watching my favorite movie here in Frankfurt, and everything about the movie is true in Brazil. We are living a war, we have a lot of problems, corruptions. The movie could be more dangerous. Yeah. I think it's Rogério Gonzalez. Work
very calm with the movie, because Brazil is harder than movie, because that it's nice to see that the idea of Boca do Lixo, it's the movement from the movie, it's from the 60s and from the 70s, and today it's the same problems in Brazil, about the oil, about the corruption, about everything. Then it's nice to see that the idea of Boca do Lixo is traveling around the world and destroying the bone terrors. And then I think Rogério Gonzalez is when made the film, never imagined that 50 years later my movie will be in Frankfurt. Because Boca do Lixo was very underground, the scene. In Brazil, the movie is not famous. If you ask for the people in Brazil, hey, do you know O Bandido da Luz Vermelha? And the people, was? Was ist das? Okay, not nicht was ist das, aber in Portuguesisch. And just to say thank you, vielen Dank, for the night. It was very nice. And auf Wiedersehen. You do know we have a lot more of those films coming up. It's like we're going at it until July. I mean, it's true. I can tell you how the idea for this series came up. When Martin and I were in Brazil in 2010, in Belo Horizonte, we went shopping. And we went to a DVD store. And I discovered a DVD edition of some of the key films from the Cinema Marginal. It's an 8 DVD box set. Yeah. It's now completely sold out, so they're rarities. So if you want to look at those films, you can check them out at the Mediatheque of the Ruhr Universität Bochum, but now also here. And ever since I discovered these films, I wanted to do something about those films because of the energy of the films and because I thought that it was fascinating to discover that cinema beyond, you know, the polite canon of Brazilian cinema that, I mean, I love Glauber Rocha and everything, but there was a peculiar energy to those films that I found absolutely relevant and fascinating. And I'm glad to hear you say that you think that's still a relevant film 50 years on. I don't know. Ja, also diese Filme haben auch von Glauber Rocha, haben Terra in Transi, haben eine Aktualität, und man stellt sich natürlich dabei vor, wie man heute so einen Film drehen könnte mit sozialen Medien und mit anderen Formen der Adressierung und der Erzählung, des Auseinanderfallens, weil diesen Wahnsinn erlebt man gerade in Brasilien, erlebt man in Amerika, erlebt man in Europa auch. Und diese Unruhe und diese Dringlichkeit, aus all diesen Referenzen irgendwie was Kohärentes zu machen, was dann doch immer wieder nur auseinanderfallen kann und was dann doch kein Ganzes mehr ergeben kann und was nur noch irgendwie als was Karnevaleskes dargestellt werden kann. Dieses Getriebensein und auch, es hat auf jeden Fall eine Aktualität. Ja. Also. Und also, ich meine, was mich an diesen Filmen auch fasziniert, du hast den Scanzella zitiert, er sagt, von Godard habe ich gelernt, man muss es immer um den halben Preis machen. Doppelt so viel Film mit dem gleichen Budget belichten. Also, ich meine, das ist eine Haltung der 70er Jahre generell. Also, Fassbinder hat immer sein Budget unterschritten, aber das ist, weil er den Überschuss dann in Drogen investieren wollte. Das war gewissermaßen eine Disziplin dieser Filmmacher zu dieser Zeit. Möglichst viel Kino aus, möglichst viel Geld raushauen, aus einer Erfahrung der Dringlichkeit heraus. Und das gibt diesen Filmen auch wirklich eine dauerhafte Energie. Und das hat was, also als aus filmhistorischer Sicht ist ja das Faszinierende an diesen Filmen auch in der Tat, mit wie wenig Mitteln sie entstanden sind, wie viel Kino dabei rauskommt, also wie wenig Müll man wie viel Kinozeit machen kann. Und das ist dann wieder Godards Utopie. Nicht? Also einige von diesen Filmen sind ja durchaus erfolgreich gewesen im Kino. Und es gibt dann diese Momente, wo die Avantgarde eben mit dem Populären zusammenkommt und wirklich ein neues Kino entsteht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also es gab von Glauber Rocha ja diesen
Satz oder diesen Slogan, uma Kamera na mão, uma Idee na cabeça, also eine Kamera in der Hand und eine Idee im Kopf, und das drückt auch diese Dringlichkeit aus, also schon im Cinema Novo, man hat eine Kamera und dann schaut man, was irgendwie passiert, also man fragt sich auch, wenn man so den Film sieht, ja, wie wurde es dann gedreht, also hat er da Drehgenehmigungen geholt oder so, weil es sind ja so viele Aufnahmen auch, also vieles natürlich im Vorbeifahren gedreht, aber ist natürlich interessant, auch diese so mit Massenszenen, wenn dann da einzelne Leute stehen und man sich fragt, wie sind diese Situationen da auch entstanden, und vieles ist, glaube ich, auch in, einfach so im Improvisieren natürlich entstanden. Ja, und also wenn man es genau schaut, also das sieht man auch bei Mako Naima zum Beispiel, dass ganz, ganz vieles von dem Material, was im Film gelandet ist, den Charakter von Straßentheater hat. Und da gibt es aber auch immer wieder wunderbare, intuitive Momente, wo die Kamera auf einem Bystander verweilt, der da zuschaut und sich fragt, was da eigentlich passiert. Und dann gibt es plötzlich diesen Blick zurück des Publikums, und das ist nochmal eine ganz andere Konfiguration des Volkes. Auch nicht unbedingt glorifizierende Darstellungen des einfachen Menschen, sondern die Leute haben dann auch mal einen denunziatorischen Blick, oder du siehst ihnen an, dass sie das denken, was der Kommissar über die moderne Kunst sagt, ne? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich hasse diese Intellektuellen. Das steht ihnen so ins Gesicht geschrieben, aber das fangen die dann in diesen Szenen mit ein. Und es ist Teil der Performance und Teil dessen, was sie machen. Und mir scheint, in diesem Film gibt es eine Menge solcher Momente. Die sind einfach rausgegangen und haben losgedreht. Ja. Und dann fällt auch mal der Polizist vom Pferd, nicht? Und dann hat man ja, das ist eine auch sehr schöne eine Szene, wo man sich auch fragt, ja. Woher stammt die und was ist das für Material? Also, und in welchem Verhältnis stehen die beiden Polizisten zur Crew? Ja, haben Sie weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja, hier bitte. Ja, danke auch für die Visionierung des Films. Ich wollte was zur Montage fragen, die im brasilianischen Kino irgendwie meinem Ermessen nach sehr virtuos und sehr politisch genutzt wird. Und ich habe dieses Instrument als Narrativ selten so virtuos genutzt gesehen wie eben im Brasilien. Also auch hier gab es sehr viele Montagemomente, wo strukturelle Parallelen zwischen Orten oder diese Zeitungsbildmaterialien oder überhaupt eben Übergänge einfach sehr schön wie so ein Call-Show-Effekt so miteinander montiert worden ist. Und ich wollte fragen, warum schafft das brasilianische Kino die Montage so schön zu nutzen und so politisch? Das sah man ja auch bei Eric Rochas Cinema Novo, wo es ja auch grandios genutzt worden ist, das Instrument. Ja, schwer ist zu beantworten, aber es ist irgendwie eine Sinnlichkeit fürs Material. Also diese Filme haben ja immer, also die Pornoschanzade, obwohl es Porno heißt, es geht ja auch immer um Sinnlichkeit, um Affekte. Und ich glaube, die Affekte sind im brasilianischen Kino immer sehr wichtig. Also es geht, auch wenn diese Filme jetzt mal davon erzählen, dass da irgendwie Männer mit vielen Frauen schlafen, irgendwie geht es doch ja auch irgendwie um eine Sensibilität für das Sichtbare und nicht jetzt nur um die Körper, die Frauen, die da flachgelegt werden. Und ja, ich habe da keine Antwort drauf, weil es gibt jetzt keine große brasilianische Montagetheorie, oder auch diese Leute haben keine Montagetheorien vorgelegt. Die waren natürlich auch beeinflusst, ich glaube, Hoscher von Eisenstein, Scanzella, ist jetzt nicht, also sieht man natürlich, also auch wie durchdacht es teilweise ist mit den Zeitungen, Zeitungen, die dann an der Wand kleben, die auf die Leiche gelegt werden, die ins Bild rücken. Also es funktioniert ja auf verschiedenen Ebenen. Das funktioniert nicht nur im Schnitt, sondern auch in der Szene selbst. Und das ist sehr, sehr durchdacht. Aber so insgesamt, also ich könnte jetzt nicht das für brasilianische Kino verallgemeinern, aber es ist irgendwie eine Sinnlichkeit für das Material und für die eigenen Filme. Und ich glaube, das hat mit einer bestimmten eigenen Auseinandersetzung auch mit dem, also dass der Film auf eine bestimmte Weise auch anders gelebt wird vielleicht, jetzt irgendwie komisch grob ausgedrückt, aber dass irgendwie Leben und Film irgendwie miteinander anders zusammenhängen und dass man auch für den Film irgendwie so einen anderen Umgang damit hat. Also so erscheint es mir bei Eric Hoscher auf eine bestimmte Weise. Diese Filme sind auf eine bestimmte Weise sehr liebevoll, und weil die haben eine sehr sehr vorsichtigen Umgang mit diesen Bildern, also was da gezeigt wird, wie die zusammen montiert werden. Da wird nicht einfach irgendwie komisch rumgeschnitten, sondern eben sehr aufs Bild geachtet und versucht auch zwischen den einzelnen Werken irgendwie was noch zu entdecken. Also jetzt so
ins Blaue gesprochen irgendwie, also so als Seherfahrung. Ich finde auch, das ist was wirklich was sehr Sinnliches, was man gar nicht vielleicht so dann teilweise auch so theoretisieren kann, wo ich auch nicht manchmal weiß, was ist es eigentlich, was diesen Film so ausmacht oder so besonders macht. Aber irgendwie funktioniert das auf eine Weise, die irgendwie ergreifend ist und anders ist, die man auch eher erfahren muss, als dass man drüber sprechen muss oder sprechen kann. Also die Beschreibung selbst würde gar nicht rankommen, wenn man so einen Film wie Cinema Novo sieht von Erik Hoscher zum Beispiel, oder auch diesen Film, den er über das Fußball gemacht hat, wo er da sein Film davor, wo er in die Peripherie von Rio gegangen ist und während der Weltmeisterschaft dann so Fußballspielende, so ein Turnier in der Peripherie filmt und eigentlich nur diese fußballspielenden Körper filmt. Also es ist ein Kino des Körpers, aber auch ein Kino irgendwie der Materialität und immer auch der Montage und der Versuch, durch die Montage immer was anderes noch zu erzählen. Also das da auch noch etwas anmerken darf. Also zunächst mal zum Begriff Brasilien und Nation. Ein passendes Zitat von Viveiros de Castro aus einem Gespräch von vorletzter Woche, wo er gesagt hat, ach Brasilien, die Nation Brasilien, dieses Simulacrum einer schlechten europäischen Idee. Was mir ein sinnvolles Statement erscheint. Nicht? Also die Behauptung einer homogenen brasilianischen Nation oder Kultur ist eben eine homogenisierende Behauptung, auch bis zu einem gewissen Grade. Aber es gibt eben in der Tat auffällige Kontinuitäten und eine Sinnlichkeit fürs Material, finde ich eine sehr schöne Formulierung. Es gibt ja nun auch, also Cinema Novo ist ein Beispiel dafür, aber es gibt eine Reihe von Filmen, und darüber haben wir vor dem Vortrag und vor der Vorführung auch gesprochen, über das brasilianische Kino mit, die fast nur aus Clips bestehen. Du hast auch darauf hingewiesen im Vortrag, nicht? Die Clips werden aufbewahrt von den Familien, Verwandten, Freunden der Filmemacher, weil es so etwas wie eine richtig gut funktionierende nationale Archivpolitik nicht gibt. Das Material zirkuliert dann aber auch eben ohne die Restriktionen eines institutionalisierten Urheberrechts, und so entstehen diese Filme. Also Fernau Pessoa Ramos Film über das Cinema Marginal ist ja eigentlich auch eine Clipmontage mit einer kommentierte. Da kann man sagen, das sind Filme über das Kino, aber es sind zugleich Fortschreibungen der Ästhetik dieses Kinos, die auch schon Filme über das Kino sind oder Filme darüber, wie das Kino zu anderen Formen der Gestaltung des Designs, des Ausdrucks sich verhält. Also was mir bei diesem Film auch aufgefallen ist, ist der absolut virtuose Umgang mit der Architektur. Was der aus der Stadt rausholt, wie er die Stadt als Kulisse benutzt und die Zeitungen, Comics, das Layout von Tageszeitungen gewissermaßen als Teil des Stadtbildes benutzt und in den Film integriert, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und erinnert dann auch wieder an die Nähe zum Comic, etwa bei Ivan Cardoso, nicht? Also wo die Panel-Gestaltungsweisen des Comics aufgegriffen werden. Also das gibt eine Nähe dieser unterschiedlichen Gestaltungsformen, Medien. Luciana Gibb benutzt den Begriff der Intermedialität, bei dem ich immer ein bisschen zurückschrecke, weil er die Medien ontologisiert, um die Ontologisierung dann wieder aufzulösen. Aber die Intuition scheint mir schon richtig zu sein. Und es gibt eben ein Zusammenschießen von Architektur, Layout von Zeitungen, Grafik, Design, Mode in diesen Filmen, wo eben jedes Objekt in seiner Erscheinungsform. Das ist wie wenn man den Müll durchschaut und schaut, wie die Dinge irgendwie doch noch zusammenpassen. Ja, und auch der Übergänge, also der Versuch zwischen diesem ganzen Material irgendwie doch Gemeinsamkeiten zu finden, die dann irgendwie von dem einen zum anderen führen, irgendwie so über Umwege irgendwo einen Weg finden, den man noch nicht so vorher beschreiben kann, wo es dann letztendlich irgendwie hinführen sollen. Aber vielleicht nochmal kurz zu Erik Hoscher und auch mit diesen Filmen, die eben rein aus Found Footage bestehen. Es gibt einen schönen Film von Erik Hoscher, ich weiß leider nicht mehr den Titel, ein Clandestino irgendwie über das brasilianische Volk, wo er einfach auf der Straße, durch die Straßen läuft und versucht vor der letzten Wahl, ich glaube, das war die Wahl, die zweite
zweite Mal, dass Lula gewählt wurde, bin mir nicht mehr sicher. Und da ging es eben darum, eben auf den Straßen Stimmen einzufangen vom Volk und dann diese, diese Meinungen des Volks und der Masse einfach zusammenzuschneiden, ohne jetzt politisch zu irgendwie das zu kuratieren, also um eine bestimmte Ideologie oder eine bestimmte Stimmung irgendwas hervorzuheben, sondern es ist einfach ein Film, der viele Gesichter zeigt, die Vielfalt Brasiliens, aber auch die Vielfalt der Stimmen, die vor so einer politischen Entscheidung irgendwie so im Raum schweben. Und so erscheint es mir, weil die vielen dieser Filme, also auch dieser Film bei Cinema Novo, es geht immer um so eine bestimmte Aktualität zu einer bestimmten Zeit und was sind die Referenzen, was ist der Referenzkosmos, die Wünsche, das Politische, das Ökonomische, das Soziale zu einer bestimmten Zeit irgendwie einzufangen und die verschiedenen Erzählweisen, die verschiedenen Möglichkeiten, um überhaupt eine Aussage über irgendwas sagen zu können, wie über das Politische oder über, ich glaube, das hat immer was sehr Offenes, also nicht unbedingt so ein offenes Kunstwerk im Sinne von Echo vielleicht, aber es bleibt eigentlich immer offen. Ich glaube, das ist bei vielen dieser Filme interessant. Ja. Wobei, bei diesem Film gibt es schon eine aporetische Erzählung. Also der passt ja ins Jahr 1968 sehr gut hinein. Also ich denke an Peckinpah. Eigentlich fast alle Männerfiguren bei Peckinpah haben dasselbe Problem, nicht? Auch im Kugelhagel oder sonst wie. Also dieser aporetische Ausbruchsversuch, das ist schon ein globales Narrativ zu dem Zeitpunkt. Und in der Schweiz enden diese Geschichten übrigens mit der Einweisung in die Psychiatrie. Also die Helden versuchen auszubrechen, am Ende sind sie in der Klapsmühle. Und hier ist es ein Stromschlag und bei Peckinpah ist es der Kugelhagel. Ja. Ja, New Hollywood Kino natürlich auch ist, also die Road Movies, und der Film ist ja eigentlich auch ein Road Movie, also fährt er die ganze Zeit im Auto durch die Gegend. Ich finde aber das Interessante, dass es am Ende ja doch irgendwie so eine soziale Utopie dann doch irgendwie ein bisschen gibt. Also es kommen dann zwar die Außerirdischen, also der Film bricht irgendwie in die Bilder Brasiliens ein, aber dann wird er getanzt auf diesem Garbage. Also es ist irgendwie doch was sehr Konkretes, also was man nicht weiß, was es ist, aber es ist ja doch irgendwie ja nicht wie in New Hollywood, also wo die Helden dann am Ende von ihren Motorrädern runtergeschossen werden, Bonnie und Clyde, die im Auto erschossen werden. Sondern der Bandit, der bringt sich selbst um, also aber ist ja auch ständig die Entscheidung. Also sagt, ich habe schon so oft versucht, mich umzubringen. Also und dieser Film ist ja auch eigentlich ein Rückblick auf sein Leben. Ne? Also er erzählt es eigentlich schon so vom Tod aus betrachtet. Also der ist schon tot und der schaut nochmal aufs Leben zurück und daraus entsteht dann irgendwie was Neues, wo man, also es gibt auch schon irgendwie so einen Hoffnungsmoment, dass aus all diesem Wirren dann doch irgendwie was Neues auch entsteht. Ne? Ja, und der Repräsentant von Law and Order stolpert ja dann auch in die Stromfalle. Also der ist ja auch nicht in der Lage, die Ordnung wiederherzustellen oder aufrechtzuerhalten. Ja. Sehr dummer Tod am Ende. Einer der dümmsten Filmtode wahrscheinlich. Ja, aber hat auch ein Element von poetischer Gerechtigkeit. Ja. Wenn Sie keine. Gibt's noch Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Gut, dann lassen wir uns jetzt von dem bemerkenswerten Rhythmus dieses Films in die Nacht hinaustragen. Es geht schon nächste Woche weiter, wie Laura ihn auch sagen würde. Genau, am 7. Dezember kommt unser nächster Gast aus Brasilien eben, Renato Coelho, und er wird über Jairo Ferreira sprechen. Wir zeigen zwei Filme, O Vampiro da Cinemateca und auch einen Kurzfilm, O Guru e os Guris, beide von Jairo Ferreira, der auch schon erwähnt wurde hier in dem Vortrag von Martin. Und das wird sicherlich eine einmalige Erfahrung, diese Film zu sehen. Eines, weil Kopien von diesem Film sind so selten zu finden und besonders im Ausland diesen Film überhaupt zu sehen, weil wir haben jetzt überhaupt geschafft, einen Untertitel von diesem Film neu zu finden, und für den Kurzfilm gab es überhaupt keinen Untertitel. Deswegen lohnt es sich wirklich sehr, nächste Woche vorbeizukommen, weil es wird, ja, ich weiß nicht, wann es eine Chance nochmal geben wird, diesen Film zu sehen. Das gilt aber für alle Abende in diesem
Das dürfen Sie auch weiter sagen. Genau. Das Programm geht weiter bis Juli. Sie haben alle das Programm gesehen draußen. Vielen, vielen Dank, Martin, fürs Kommen und für den tollen Vertrag und für die sehr interessante Beiträge. Also das war wirklich sehr inspirierend. Vielen Dank, Vinzenz, nochmal für alles. Und genau, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche hier im Filmmuseum. Dankeschön. Okay. Vielen Dank. Bis dann.